Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17, genau. FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Letzte Aufnahme war interessant. Wir haben ein Spiel unverdient gewonnen und ein Spiel haben wir, sozusagen, unverdient verloren. Wobei ich dann nicht hätte gewinnen müssen, sondern da hätte ich, wären Unentschieden am Ende gerechtfertigt gewesen. Also von daher nicht so tragisch. So, Sommer bekommt einen Vertrag. Prosinski. Könnte man mit Schmelzer ersetzen und Schmelzer Shadow geben, aber ich glaube, Schmelzer ist noch zu teuer. Wir gucken mal, was Schmelzer. Ach, sogar, wir müssen ja eh noch ein Spiel mit der Calcio A machen, fällt mir gerade ein, weil Traoré noch verletzt ist. Koulibaly hat 91 Fitness nur noch. Warum hat denn da nur noch 91? Sitzt der nicht auf der Bank in der Bundesliga? Tatsache. Mist. Bender. Wir brauchen zum Beispiel den Bender momentan nicht. Weil wir werden jetzt mit Koulibaly trotzdem das Spiel hinbekommen, aber. Drei Spiele noch. Dann werden wir einen anderen guten Leihspieler von der Serie A reinpacken. Ich denke, Nainggolan wird es dann werden. Higuaín nehme ich als letztes. Und Nainggolan werde ich wahrscheinlich für Biglia nehmen. Wobei ich finde, ja doch, De Rossi ist schon etwas auffälliger als Biglia. Na komm. So, konzentrieren. Der Spielstil vom letzten Gegner war echt scheiße, weil man die ganze Zeit, weil man immer wieder in dieses verdammte 1 gegen 1 gekommen ist mit der Abwehrkette, weil er so super schnell auf die Stürmer oder halt den Stürmer und den ZOM oder was auch immer das war, gepasst hat. Und dann musste man ständig mit der Viererkette im 1 gegen 1 rein. Das ist halt einfach das Schwierigste, logischerweise, im Verteidigen. Das war echt nervig. Ich nehme jetzt mal schwarz und bin jetzt mal gespannt, ob das mit dem Radar jetzt wirklich so ist, dass da die Farbe angepasst wird oder ist. Oh, Inform Torhüter und Inform Mustafi. Generell krasses Team schon. Auch der Stürmer, Inform Stürmer plus rechter Flügel und linker Flügel und 87er Eriksen. Das ist ein so teures Team. Das gibt's gar nicht. Aber jetzt haben wir ja Glück und das bedeutet, dass er nicht so gut spielt. Schön gemacht mit Koulibaly. Ja, wir sind schwarz, das ist schon mal gut. Also auf dem Radar meine ich jetzt. Muss aufhören, mir so in der Situation dann dumm den Ball vorzulegen. Haben wir Glück, dass Perrin so einen guten Reflex hat. Geh doch hin! Oh. Schön gemacht. Rossi mal schön in den Lauf schicken. Ist ja gerade mit ihm aus der Viererkette draufgestürmt. Okay, wenn er das häufiger macht, dann muss ich mich darauf einstellen und dann sollte ich das ausnutzen können. Das ist natürlich nicht so gut. Da müsste da eigentlich in der Zeit ziemliche Lücken reißen. Da hat er wieder Glück. Schön.
Das ist kein Abseits. Fällt mir gar nicht, dass er so eine Druckphase hat. Das haben wir gut gemacht. Ball nicht verloren. Das hat er auch gut gemacht. Moment, ihr fällt gerade was um. Oh, mal kurz Pause drücken. Oh Gott. So, ich glaube, jetzt passt es wieder, oder? Schauen wir mal. Da fällt mir ein, warum nicht? Es hat so gut geklappt mit Ronaldo. Wir haben das Spiel ja verloren, aber er hat ein Tor gemacht. Wechseln wir ihn mal ein. Der RM ist halt auch einfach nicht gut, ne? Da muss ich echt mal schauen, dass ich da irgendwie einen Ersatz finde. Vielleicht muss ich dann wirklich mal ein bisschen. Ach, was für ein Traum, was für ein Traumpass, oder? Vielleicht muss ich da. Nice luck. Vielleicht muss ich da wirklich mal. Nice luck. Also sorry, ja, das ist einfach ein Klick. Das war ein schönes Lackertor. Ich bin dran die ganze Zeit. Er schießt durch 100 Mann durch. Egal. Wir haben jetzt Ronaldo drin. Jetzt schießen wir noch ein Tor. Mindestens eins. So zum Beispiel, Kollege Leichtfuß. Schön rausgespielt mit Immobile. Das Ding dann reingeknallt. Aber wir schießen echt eher solche auf Halbdistanz. Wobei, das ist jetzt schon in der Box, muss man sagen. Aber ich schieße ja meistens die Tore auf Halbdistanz. Und das Blitzlicht war gerade geil hinter Immobile. Und nicht so richtig krass durchkombiniert. Aber das war wenigstens ein rausgespieltes Tor. Ich meine, das Tor von Eriksen war eigentlich auch rausgespielt. Das war schon sehr glücklich, fand ich. Ja, geklärt. Schön gemacht von Castor. Der Rossi, was der sich immer auf diese Außenbahn zieht, das gibt's gar nicht. Das habe ich nicht gesehen, habe ich einfach da geachtet, das war dumm. Schön, dafür ist jetzt Ronaldo als Sechser eingeteilt oder was? Macht das ganz gut. Aber trotzdem mal geil, wenn die ihre Position wieder tauschen würden. Guter Schuss. Schade. Und wo ist Ronaldo? Da. Das war nicht schlau gespielt von mir. Ein sehr schwacher Kopfball. Boah, da wird Ronaldo einfach weggedrückt. Aber ganz ehrlich, ich wusste eh nicht, was ich machen soll in der Situation. Das war gut gespielt, das war gut gespielt. Das war gut gespielt, das habe ich auch nicht gut verteidigt. Haben wir Glück.
Das war scheiße gespielt von mir. War meine Schuld, von hinten bis vorne, das Tor ist meine Schuld. Ach Mann. Weil ich wieder scheiße baue bei einem Abstoß. Und dann auch nicht mehr gut verteidigt. Ach, FIFA 18 ist echt anstrengend. Aber krass, ne? Bei mir klappt dieses Querlegen einfach nie. Ich glaube, ich habe noch kein einziges Tor über Querlegen geschossen. Und ich habe wirklich schon einige Situationen gehabt. So, Ruhe, komm. Wir haben einmal ausgeglichen, wir können nochmal ausgleichen. Ganz in Ruhe. Wir haben einmal ausgeglichen. Was? Der Gegner hat so viel mehr geschossen als wir. Das ist schon wieder traurig, ey. Ja, mein Spiel nach vorne ist einfach schlecht. Man kann es nicht anders sagen. Vielleicht liegt es an der Aufstellung, an der Formation. Aber meistens liegt es nicht nur an einem was. Also ich kann mich wundern, dass es nur an der Formation liegt. Schöner Schuss. Was macht das denn so hoch? Ich zieh drei Striche auf und der haut eine Bogenlampe raus. Das gibt's gar nicht. Schön gemacht. Scheiße gemacht. Das soll doch überhaupt nicht hingehen. Abgefecht. Krass. Aber das ist halt das. Ich schieße einfach immer nur diese Distanzdinger und so. Ist nichts mit durchkombinieren oder so. Ganz selten, dass das mal klappt. Fuck, ich verstehe nicht, warum jedes Mal. Immerhin kam jetzt mal nicht der Torhüter ran. Das war ein Foul, okay. Wenn wir jetzt ein Tor fressen, dann weil der Schiri keinen Bock hat, das Foul abzupfeifen. Aber glücklicherweise. Oh, das hat Immobile aber richtig geil gemacht. Tja, wenn wir da die Ballkontrolle hätten, wäre es wahrscheinlich ein Tor geworden. Wieder ein geiler Schuss. Leider scheint Fabianski richtig Bock zu haben. Mein Ronaldo, mit dem kannst du von überall schießen. Normalerweise.
Oh, guter Abschluss von Brozovic. 2-2. War ein bisschen reingestümpert, also das war ein bisschen komisch durchkombiniert, aber okay. Na, wobei, war eigentlich gar nicht so schlecht. Ja gut, mit der Rossi. Ja, wenn Immobile ein Tick schneller wäre. Ich glaube, mit einem Pacer-Stürmer hätte ich hier auf jeden Fall. Wäre ich zumindest erstmal durch gewesen. Ob ich dann das Tor mache, ist die andere Frage. Komm, Escherabi, sehr gut. Nicht so gut. Keine Ahnung, warum sich hier Koulibaly in den Sturm mit reinstellt. Alu, krass! Krasser Schuss von Brozovic. Ich sag ja, ein geiler Schuss, das ist ein geiler ZOM. Wollte nicht dahin passen. Ich Idiot, ich dachte, da kommt anders. Ich wollte es noch abbrechen, das hat nicht geklappt. Hauptsache, er schießt vorher noch Alu und in der 90. Minute wieder. Och, meine Fresse. Hauptsache, er schießt vorher noch ans Alu. Warum war denn der so alleine? Warum war denn der so alleine, der Spieler? Das war's. Ist durch, das Ding. Ich weiß nicht, mein Gefühl sagt mir, es war nicht verdient im Ende jetzt. Aber wie gesagt, das zweite Tor, glaube ich, was der Gegner gemacht hat, das war auch meine Schuld. Ja, dann ist es auch wieder verdient, weil ich halt die Fehler gemacht habe in der Abwehr, die hätten halt nicht passieren dürfen. Wie viele Siege habe ich? Sechs. Wie viel brauche ich? Ich brauche 11, ne? Brauche ich für Gold 3. Also das wird auf jeden Fall nochmal schwierig. Das sind immerhin noch 5 Siege aus 14 Spielen. Das, ja. Wird nicht so einfach, glaube ich. Immobile, ich weiß nicht so richtig. 4 Scorerpunkte in 7 Spielen. Wie sieht es bei Origino aus? 11 Spiele. 15 ist auch eingebrochen auf jeden Fall. Das liegt an der Weekend League. Er schießt einfach weniger Tore. Das ist halt schon schwach, ne? Gerade für FIFA 18, wo man ja viele Tore schießt, da habe ich gerade mal 4 Scorerpunkte aus 7 Spielen. Das sind 0,5, mehr als 0,5. Also es ist, naja. Aber es gibt, glaube ich, keinen anderen interessanten Stürmer. Vielleicht hätte ich Eder noch mal eine Chance geben sollen. Er ist ein Tick schneller.
Hat halt mehr Pace. Ich habe eigentlich auch keinen Bock, jetzt auf meinen Zugic zu gehen und zu versuchen, über Flanken und Kopfballtore das zu machen. Glaube ich. Immobile, mein Zugic. Ah. Er ist halt körperlich stark, kann nicht dribbeln, hat keine Pace, hat auch nicht mal einen richtig geilen Schuss. Hat einen ganz anständigen Pass. Icardi. Icardi kostet nur 3,2? Das ist ein 84er, aber der hat auch noch eine 83 draufstehen. Aber wir könnten natürlich mal Icardi testen, aber Icardi ist auch wieder deutlich langsamer als Immobile. Hat auch kein geiles Dribbling. Warum ist denn der ein 84er? Kein geiler Pace, kein geiles Dribbling, 83er Schuss wie Immobile. Verstehe ich nicht. Die Werder auf der Karte sind schlechter. Immobile 81 Tempo, Icardi 78. Immobile 78 Dribbling, Icardi nur 76, Schuss gleich. Defense ist sogar besser bei Immobile, Pass gleich und Physis ist auch besser. Wo ist denn Icardi geil? Aber ich teste ihn trotzdem mal. Glaube ich. Ilicic. Warum ist denn der so teuer? Ah, gut, dem wird's auch preiswerter geben, aber er hat nur 70 Tempo und den wollen wir eigentlich nicht. Er scheint auch kein wirklicher Stürmer zu sein. Mit 80 Pass. Ah, Diego ist noch langsamer als Mandzukic. De Vrel ist einfach nur schnell. Ah, ich will aber auch nicht so eine Pacer spielen. Hat auch nur 3 Sterne. Ich glaube, ich teste mal Icardi. Ich meine, es wird nicht umsonst ein 84er sein. Vielleicht geht er mega ab. Was hat er gekostet? War gar nicht so teuer, ne? Weil er so langsam ist, will den keiner spielen. Zwei neun oder was? Gibt's den auch in geil, also mit mehr Verträgen oder so? 8 Verträge, das lohnt nicht. Schauen wir nochmal bei 3-1. Acht Verträge. Nee. Na gut, dann geben wir nochmal 2-9 ein und hoffen, dass es vielleicht jetzt einen Preiswerteren gibt. Immer noch nicht. Dann nehmen wir, wobei ich muss den ja jetzt gar nicht kaufen, fällt mir gerade ein, weil ich spiele ja jetzt erstmal mit der. Wobei, wenn ich jetzt den die nicht kaufe und ihn erst kaufe, wenn ich ihn brauche, weiß ich ja auch nicht, ob er dann billiger geworden ist. Fällt mir gerade ein. Aber ich sehe ja gerade keinen Schnapper, also. Hier nochmal auf 2,8. 3. 2. 1, okay. Nee, dann lasse ich es erstmal. Ich kann ihn mir den auch kaufen. Sobald 1200 Münzen, nicht schlecht. Kann ich mir auch kaufen, sobald ich ihn dann brauche. Ich will nicht in den Full Draft rein. Es wäre geil, mal wieder ein Spiel zu gewinnen. Ich glaube, wir haben jetzt die letzten 3 Spiele in Folge verloren oder so. Ach nee, das stimmt glaube ich nicht, aber wir haben auf jeden Fall jetzt mal wieder verloren gehabt. Großer Vertrag. Mal gucken, was Brozovic für Werder hat. Da müsste eigentlich ganz gute Scorer Werder haben ja 7 Spiele und 5 Scorerpunkte. Und ich erwarte auch nicht von dem ZOM, dass er in jedem Spiel einen Scorerpunkt macht. Also wäre schon geil, aber wenn nicht, dann nicht. So, den brauchen wir nicht mehr. Jetzt wird erstmal wieder Bundesliga gespielt. Da ist ja Origi, damit mache ich mir weniger Gedanken bei dem Stürmer. Er macht seine Sache eigentlich ganz gut bisher. Gut, Ronaldo hat noch ein Spiel.
Vielleicht sollte ich den generell dann einfach in der Serie A immer für den rechten Mittelfeldspieler nehmen. Deswegen werde ich wahrscheinlich Ronaldo jetzt nicht nochmal verwenden. Ach ja, mir fällt gerade ein, da ich ja Sommer ebenfalls nicht wirklich aus dem Verein rausnehme, demnächst könnte ich dann eigentlich ebenfalls den Champions League Style Glove geben. Zumal ich stark davon ausgehe, dass der Champions League Style ziemlich billig ist. Aber ich glaube, ich habe den nicht. Nö. Jetzt habe ich aber auch keinen Bock, den zu kaufen. Mache ich dann. Ich will jetzt spielen. Polen, das müsste das polnische Nationaltrikot sein, was der Gegner hat. Gutes Team, von den Bewertungen her jetzt nichts Krasses dabei, aber Sonnen als Stürmer zu spielen ist krass auf jeden Fall. Smalling, gute Innenverteidigung, dann noch so ein Innenverteidiger. Aber jetzt kein Überteam. Das ist schon mal gut. So, konzentrieren. Vor allem nicht durch eindeutige dumme Scheißfehler Gegentore fressen, weil das war irgendwie das Problem. Dadurch habe ich schon zwei, drei Spiele in der Weekend League verloren, denke ich. Wenn die Gegner einfach gut spielen oder besser spielen und dadurch dann die Tore schießen und gewinnen, dann herzlichen Glückwunsch, aber ich will nicht eindeutige Abwehrfehler oder sowas haben. Das haben wir schön gemacht mit Süle. Uns genau dahingestellt, wo er seine Schusstäuschung gemacht hat. Das war ein bisschen glücklich, aber ich hatte keine andere Möglichkeit mehr. Weiß gleich, was wir sagen sollen. Ein Pass, ich weiß nicht, also krass, was das für ein Pass war. Über 1 Kilometer Entfernung und da macht er einfach das Tor rein. Okay, wie es aussieht, werden wir wohl das auch noch verlieren. War ein normaler Pass, er macht einen Laufpass draus. Das war geil mitgenommen. Das wird wieder scheiße gespielt. Ich spiele echt wie so ein dummer Anfänger, ey. Ganz einfache, sinnlose Pässe, die niemals ankommen können. Schwach gespielt, wieder mal. Einen starken Linken, schade. Er hat natürlich auch noch passend gedrückt gehabt. Ich glaube, es war Abseits, ja. Das war ein Foul, ja. Oh, der war gar nicht schlecht. Schade. Ach, und klar, natürlich waren wir zuletzt dran. Oh, Freunde.
Schön mit Arangis abgefangen. Abgefälscht! Oh, krass. Was soll der Ball wieder nicht hin? Fuck you, man. Ich werde auch keine Aufnahmen mehr machen an diesem Freitag nach diesem Spiel. Ich bin einfach nicht mehr in der Lage, gut zu spielen, habe ich das Gefühl. Ist nur ein 1-0. Ich hoffe, dass ich das noch drehe, das Spiel. Scheint mir auch nicht unmöglich zu sein. Toller Pass von Süle. So ein Scheiß-Lacker, ey. So ein Scheiß-Lacker. Krass. Oh. Weil der Idiot den Ball nicht wegbekommt. Und ich habe bisher noch nicht geschafft, in FIFA 18 1-2-0 zu egalisieren. Und ich glaube auch nicht, dass ich es jetzt schaffe. Ich habe eigentlich gerade gar keinen Bock mehr. Bin gerade ein bisschen gefrustet. Das erinnert mich auf jeden Fall langsam vom Gefühl her an FIFA 16 mit diesen dreckigen Pässen, die immer so beschissen schwer waren. Faktisch, faktisch vor allem, faktisch, faktisch. Fick dich und fuck you, Mischung, faktisch. Ja, weil Gnabry unbedingt ins Abseits laufen musste. Sehr, sehr toll. Ach, ein ganz schön lächerliches Spiel, finde ich. Der Gegner hat zweimal geschossen, zwei Tore gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Man kommt ja im Normalfall auch nicht gut durch, der Gegner. Es ist eigentlich nicht so, dass der jetzt sich hier das alles Offensivfeuerwerk abbrennt. Schade, ich versuche mich gerade verdammt zu konzentrieren, deswegen bin ich so ruhig. Wieso nicht mal die kurze Variante probieren?
Och Mann, das war so gut gespielt. Ich wollte eigentlich nicht lupfen. Anschlusstreffer wäre auf jeden Fall schon mal nicht schlecht gewesen jetzt. Ich denke, wäre auch nicht so unverdient. Ja, komm, zieh den Ball 100 Mal nach hinten. Bringt's total. Elfmeter. Oh. Auch das gibt's nicht. Okay. Warte. Weil hatte ich eigentlich zweimal sogar, zumindest einmal abgeprallt. Schön geklärt auf jeden Fall. Ja, auf Arangis und nicht auf Urigi, dann kommt der Ball nämlich auch an. Okay. Anschlusstreffer. Ein bisschen spät, aber verdient. Jetzt machen wir mal noch eine richtige Powerphase und machen das 2-2. Kein Foul, wieso denn nicht? Nice luck, nice luck, nice luck. Oh nein, oder? Nice luck, sage ich da bloß. Herzlichen Glückwunsch. Oh. Das ist auch wieder unverdient, meiner Meinung nach. Also diese Niederlage jetzt. Aber trotzdem irgendwie auch verdient, weil ich habe nicht wirklich perfekt gespielt. Ich hätte besser spielen können. Und ich mache auch keine weitere Aufnahme mehr. Es reicht für den Tag. Ach, Mann. Also FIFA 18 ist, denke ich, insgesamt frustrierender als FIFA 17. Es ist halt auch super anstrengend. Und ich glaube, mir gefällt der Stil einfach nicht. Also ich sage jetzt nicht, dass es schlecht ist. Es ist definitiv realistischer, aber mir gefällt der Stil einfach nicht, wie man verteidigen muss, etc.
ist realistischer und alles, aber dafür gibt es ja auch andere Sachen, die nicht realistisch sind, wie zum Beispiel die Pässe, die komplett unrealistisch sind, so wie die funktionieren. Und ja, wie gesagt, ich glaube, mir gefällt der Stil einfach nicht. Vorlagen, Arangis. Hätte ich mich ein bisschen mehr konzentriert, wie gesagt, wäre mehr drin gewesen. Also, eigene Schuld auf jeden Fall zum Teil. Ich denke, es war insgesamt trotzdem nicht verdient, dieser Sieg für den Gegner. Aber ich war jetzt halt auch keine 80% besser als er, dass man sagt, oh mein Gott, was für die unverdienteste Niederlage aller Zeiten. Es war vielleicht 60-40 so in die Drehe und naja. Und ich hätte vielleicht eher ein 70-30 draus machen können, wenn ich besser gespielt hätte. Gut, dann liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Und wie gesagt, die nächsten Spiele gibt es dann wahrscheinlich erst am Sonntag. Also in meiner Zeitlinie Sonntag. Für euch gibt es dann die nächste Folge höchstwahrscheinlich morgen oder so. Je nachdem. Also dann, macht's gut. Tschö, tschö.